Und damit sind wir wieder bei Dark Souls mit Undyne aus Undertale. Ich habe ein bisschen gehuckt, wie wir weitermachen. Tatsächlich dadurch, dass wir Mipha besiegt haben, ist er hier jetzt da und vertickt seine Leitern. Das heißt, damit könnten wir nochmal versuchen, den DLC-Schlüssel zu holen. Und wir können auch schon den anderen DLC-Schlüssel holen von dem, von dem Feuer-DLC, vom Iron King-DLC. Und da kriegen wir auch einen Ring, der uns feuerresistent macht. Und im anderen DLC, im Sunken King-DLC, finden wir einen Ring, der uns Giftresistenz geben kann. Das wird dann nützlich, wenn wir Mipha auf NG+ machen wollen. Hi Donix Pablo, willkommen zum Stream. Erstmal, Forest of Fallen Giants, Cardinal Tower. Und dann runter zu den Feuerechsen. So, ist das richtig? Ich... nee, ich glaube nicht. Oh, ich erinnere mich gar nicht mehr, wie das hier war. Was ich auch noch besorgen möchte, ist der Reparaturzauber, damit wir ein bisschen freier mit unserer Spezialfähigkeit von dem Speer hier umgehen können. So, da geht's aber normalerweise nicht rein. Ja. Wo ging es denn da runter? Hier waren wir noch nicht. Ah, hier ist wieder ein Pursuer. Oder? Ja, ich meine, hier war ein Pursuer. Wenn wir nämlich hier in die Kiste wollen. Oder auch nicht. Ja gut, hier können wir später mit dem King's Ring dann durch, aber so weit sind wir noch nicht. Ring of Restoration und eine Fackel. Das Ding ist, den Sturz überleben wir nicht. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber wie ging es denn da runter? Also durch die Dinger kommen wir auch nicht durch. Hier? Ne, es ist verschlossen. Aber der Schlüssel muss ja eigentlich hier irgendwo in der Ecke auch sein. Hier war der Riesenbossfight. Wir den... Nee, das ist ein Sturz ohne Boden. Oder war das, wenn man von außen reinging? Dinge, die ich jetzt lernen muss.
Hello. Und tschüss. So, hier gibt es auch ein beliebtes Schwert für Anfänger. Ich muss mich bald mal wieder menschlich machen, aber... Ah! Psych! Aber das führt uns auch nicht dahin, wo wir hinwollen. Wie kam man denn da rein? Also ich kenne immer nur, dass man darunter fällt, aber... Ah, hier ist wieder, ja, hier ist wieder der Sprung anders. Ich habe tatsächlich ein bisschen in Dark Souls 1 rumgetestet. Und aber auch, ich habe auch in Dark Souls 2 tatsächlich mal ausprobiert, wie man Items reinspawnt. Weil ich das unter Umständen später noch brauchen werde. Also nicht für diesen Run, aber für einen anderen, den ich vorhabe. Und Dark Souls 1 ist, was das angeht, relativ easy, aber Dark Souls 2 und 3... Anscheinend muss es ja irgendwie möglich sein, weil diese ganzen YouTuber auch damit rumtesten und Sachen demonstrieren. Aber die Informationen sind nicht ganz so leicht zu finden. Hier vielleicht? Ich glaube, hier kommen wir nur rum, oder? Irgendwo hier ging es noch irgendwo rein. Ich erinnere mich dunkel. Oh, hier bin ich wieder am Anfang. Habe ich ahne, glaube ich, wo ich... Ich glaube, ich habe eine Idee, wo ich hin muss. Ich erinnere mich dunkel, dass ich das beim ersten Playthrough auch gefunden habe. Aber ich glaube, ich habe das damals nicht groß weiterverfolgt und ich weiß halt echt nicht mehr, wie ich dann in
wie sag schon, in die anderen Sachen gekommen bin. Hier, genau. Können hier das anzünden und dann können wir hier reingehen. Genau, da hilft uns der Schlüssel. Dann gehen wir nämlich auch runter. Und hier ist der dunkle Gang. So, das machen wir auch hell. Jetzt sind wir hier. Genau, an den Ort hier erinnere ich mich auch dunkel. Da muss es doch irgendwo reingehen. Oh, 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 oh. Au. So, komm jetzt bitte nicht von hier. Natürlich kommst du von hier. Ist klar. Ja, ja, blockiert euch bitte alle gegenseitig. So, scheiß Phantom, ey.
So, jetzt wird's aber langsam mal Zeit hier. Ich weiß trotzdem beim besten Willen nicht, wie man das eine Tor aufkriegt. Verstecktes Lagerfeuer, aber das würde ja eigentlich suggerieren, dass es hier irgendwas gibt. Hier geht es... Nein, hier geht es nicht rein. Aber hier geht's eine Leiter rauf. Das ist alles nicht das, was ich suche. Ich erinnere mich irgendwie dunkel, dass man das hier aufbekam, aber ich weiß beim besten Willen nicht mehr wie. Ob ich das überhaupt von der Seite hier aufbekam? Nee, das ist auch sinnlos. Giants Fire Pit. Also anscheinend soll man runterspringen. Da, wo wir vorhin schon waren. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass man den Sturz nicht überleben kann. Pass auf, wir holen jetzt erstmal den einen Schlüssel. Wir haben hier jetzt die Seelen, das heißt, wir können die Leitern kaufen. Es gibt einen Ring, der Fallschaden verringert, ja, aber der lässt dich keinen Sturz überleben, den du nicht sonst auch überleben würdest. Ich glaube, in Dark Souls 2 ist das Limit 16 Meter. Ich frage mich, ob ich je Dark Souls 2 in der Reihenfolge spielen werde, dass ich die Leitern tatsächlich nutze. Also für das, wofür sie ursprünglich gedacht sind.
Hier, das ist das, was ich beim letzten Mal gesucht habe. Ah, das siehst du halt auch kaum. Die Leiter habe ich irgendwie auch nicht gesehen, die hier hochgeht. So, damit haben wir die Drachenklaue. Das heißt, wir können damit schon mal nach Shulva. Seelenvortex. Great Lightning Spear. Ja, auch wenn Speere voll Undines Ding ist, das ist, glaube ich, eher was für den Airscore-Run. Aber was die Leitern angeht, das ist sein Job. Also er macht die selber. Ich stelle mir das gerade als Berufsbeschreibung einfach so praktisch vor. Du machst eine Firma und du baust einfach Leitern. Und packst sie irgendwo hin, wo deine Kunden sie haben wollen. Ring of Binding brauchen wir gerade nicht. Ach, warte, nee, ich brauch den Ring auch gar nicht. Ich hab ja Fall Control. Ich hab ja den Zauber. Das heißt, wenn wir den Sturz überleben können. Guten Tag. Staatlich geprüfter Diplom-Leiterkonstrukteur. Ja. €2 pro Sprachliste, 10 Euro Grundpreis. So, wenn wir den Sturz überleben können, dann überleben wir ihn auch. Aber ich glaube, das war auch die falsche Seite, weil ich glaube, hier ist eine Killplane, weil wir hier sonst nicht rauskämen. Okay, wir können den Sturz überleben, aber das Vieh ist nervig. Vertrau Holzleitern aber nicht. Mehr schlechter Was? Das klingt nach einer Story. Ja klar, was hat das Vieh eigentlich für... Ey, das ist doch absurde Drehung, die das Vieh hat.
darauf trinken wir erstmal einen. Beim Arbeiten auf der Holzleiter ist mir unter der Fußleiter weggebrochen und den Kopf über auf den Boden geklatscht. Hört sich krasser an, als es ist. Bitte, was? Das klingt aber mal mindestens nach Gehirnerschütterung. So. So, wir brauchen die Deckung. Da ist ein Loch, ich glaube, da müssen wir rein. Dann haben wir schon mal 2 von 3 DLC-Schlüsseln. Cracked Red Eye. Oh nein, das ist nicht das, was ich suche. Ist es das da? Oh, hallo. Okay, das ist anscheinend der andere Weg, wie man da rein soll. Mir ist mal so eine Alu-Ausziehleiter zusammengebrochen. Ach du Scheiße. Leichter Genickbruch. Hat sich nur das Genick gebrochen, aber sonst geht's ihm gut. Heavy Iron Key. Mehr wollte ich gar nicht. So, jetzt töte mich einfach. Die Viecher sind OP. Kann man nicht anders sagen. Also ich war nicht drauf. Ich habe die Leiter gesichert und da ist ja auf einmal der ausgefahrene Teil abgeknickt und der Leiter, der Theologie da oben drauf, war es auf mich drauf gefallen. Okay. Arten und Weisen, wie Arbeitsunfälle schiefgehen können. Ist kein von uns was passiert, aber wenn ich die angestanden hätte, hätte sie sich vermutlich ordentlich verletzt. Hast du gepolstert, war es ein Held. So, ich will hier schon mal das eine Lagerfeuer in Schulva aktivieren, falls wir hier mal The Rotten respawnen und ihn dann erstmal nicht wegkriegen. Dass wir dann zumindest in die DLC-Bereiche können. Ist ein Unfall nicht per Definition etwas, was schiefgegangen ist? Habe ich das bestritten? Petrified something. Könnte man noch zu Tina und Delu bringen. Snuggly ist ja im ersten Teil. So. Hier. Wie Arbeitsunfälle schiefgehen können. Ja, gut. Es ist eigentlich eine Doppelung, da hast du recht.
Okay, das klingt schon sus. Aber das ist halt so ein geiler Ausblick. Da kriegst du direkt so antike Maya-Stadt-Vibes. Hello. So, wir aktivieren das Lagerfeuer. Jetzt möchte ich wissen, wo müssen wir hin? Poisonbite Ring. Okay. Ich möchte nur diesen Ring haben. So, da sind DLC-Bereiche. Wobei gut, physischer Schaden geht. Aber das Ding an den DLC-Orten ist ja oft, dass die alle absurde Resistenzen haben. 660 Seelen für einen normalen Gegner. So, können wir... Ging das nicht mit nicht mit dem Fernglas? Konnte man damit nicht zielen? Doch, hier. Wie viele YOLO-Branches haben wir? 3 Stück. Wo sind denn die? Wo ist das Fernglas hin? Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich hier Furchtsbogen. So, Treppe rauf. Und hier auf einer Leiche. Poison Bite Ring plus 1, sehr gut. So, der gibt uns, glaube ich, 300 Resistenz gegen Gift, was 30% entspricht. Wie konnte man das hier triggern? Okay, so viel zum Thema. Wir laufen zurück zum Lagerfeuer. Aber wir haben, was wir wollten. Das heißt, den Tab kann ich schon mal schließen. Und den Reparaturzauber möchte ich auch schon mal haben. Dann müssen wir in die Shaded Woods, Shaded Ruins. Und damit hätten wir auch dann schon die
erste Stunde fast hinter uns gebracht. Ein bisschen lahm. Ende der Brücke in der Ruine hinten links ist ein versteinerter Löwenkrieger. Ich denke mal, das soll der sein. Warlock Mask. Nein, das war's nicht. Ich glaube, es ist die hier. Die Beschreibung ist leider nicht sehr akkurat. Repair Human Effigy Bleeding Serum. Ja, sehr gut. Damit haben wir bekommen, was wir wollten. Aber wir brauchen unbedingt mehr Fragrant Branches of Yolo. Wir haben jetzt zwei verbraucht. So, Attune Spells, was haben wir hier? Repair können wir nur zweimal verwenden. Haben wir überhaupt die... Ne, 15. 15 Intelligenz ist voll okay. So, dann machen wir mal weiter. Iron Keep. Oder? Moment, ich habe aber auch... ich glaube, das macht mehr Sinn. Ich habe auch in den Bereichen, wo ich die beiden Bosse wiederbelebt habe... Ich habe da extra die Gegner weggefarmt. Das heißt, wir haben... einen freien Weg halt zu den Bossen. Und ich sag mal so, die +2 Ringe hätte ich schon gerne. Okay, dich hatte ich noch nicht weggefarmt anscheinend.
So, das Komische ist, manche von den Gegnern sind auf NG+ und manche sind es nicht. Das ist irgendwie ein bisschen strange. So, der will nicht hochkommen. Jetzt kommt er hoch. Ja, er two-hittet mich einfach. Wenn ich ihn lasse zumindest. Ja. Das Ding ist, wir heilen natürlich auch nicht komplett von einem Estus. Ist ja sehr abwegig. Ich habe so eine Befürchtung, es wird nicht besser, wenn wir dann beim eigentlichen Boss sind. So, Life Gems. Ja, komm schon. Wir probieren mal Mifa. Einfach auf der Grundlage. Das Ding ist, Mifa war ja selber nicht mal das Problem. Das Problem war das Gift. Und für das Gift haben wir ja jetzt ein bisschen mehr Resistenz. Spielerstatus, 140 Poison Resistance. Thank you.
Okay, ja, sie nimmt aber auch... Ich weiß, dass ich das Gift absenken kann, ja. Ich habe sie auch schon einmal damit besiegt. Es geht darum, dass Undyne das Gift nicht absenken würde. Aber sie haut einfach gerade auf plus 1 viel zu sehr rein. Mal schauen. Bei NG Plus soll man ja auch eigentlich wesentlich stärker sein. Ah, versuche ich das lustig, ich erinnere mich. Das ist eine Weile her. Der erste, der hier Subs verschenkt hat. Damals beim Dark Souls Stream, beim ersten. Das ist schon wieder... Das ist der Typ. Könnt ihr vielleicht nicht? Das Blöde ist, dass NPC-Phantome auch keine Begrenzung auf ihren Spellcasts haben. Jetzt bin ich arbeitslos, aber nur bis Montag. Okay. Also neuer Job oder einfach nur Wochenende? Okay, der Zauber hat gerade einfach gar keinen Damage gemacht. Neuer Job, nice. Viel Glück. Komm her. So, hast du irgendwas? Curse by Drink. Wow, Moment. Ich muss mal kurz aufräumen. Erstens, siebte wurdest du arbeitslos. Ja gut, du hast ja... Aber warst ja dann anscheinend nicht lange. Wenn du nach einem Monat wieder eine Stelle hattest. Oder warst... Oder hattest du schon vorher die... War das jetzt einfach nur eine Lücke? Oder hast du jetzt einfach so schnell was Neues gefunden? So, ich denke mal, das ist der Punkt, wo man dann erfahren soll, dass Wasser einem Resistenz gegen Feuer gibt.
Wow. Oben war geheime Wand. Okay, muss ich jetzt nochmal gucken. Ich habe mich tatsächlich erst beim letzten Stream wieder daran erinnert, dass es in Dark Souls 2 ja anders ist, dass man da die geheimen Wände nicht angreifen muss, sondern halt A drücken muss. Aber ich hatte zum Glück auch nichts wirklich verpasst dadurch. Komm her. Sharon ist schlimmer. Die habe ich beim letzten Mal besiegt. Als ich in das Gebiet reinkam. Moment, man soll eine Rolle machen, muss zurückrollen und dann wieder Anlauf nehmen für den nächsten Sprung? Das ist krass. Und ich glaube, da liegen drei Bonfire Aesthetics, die möchte ich eigentlich haben. Alon Knight Armor ist die besser als das, was ich habe. Ich habe die Rüstung tatsächlich mal geupgradet, aber das Ding ist, die ist auch schwerer, ne? Wobei geht eigentlich. Aber die Alon Knights sind selbst ohne Schild schon mal angenehmer, als ich sie in Erinnerung habe. Ich habe tatsächlich gedacht, das wird erst schwierig. Eisenfleisch, Schmelzerdämmen und rotes Kraut und so. Ja, das Problem ist, das passt halt alles nicht zu anderen. Beim Asgore Run, da wirst du, glaube ich, deine Freude haben. Ah ja, das war der Weg hier. Wo man auch noch die Balliste benutzen konnte. Ich erinnere mich. So, drei Lagerfeuerkürbisse. Ich bin auch sehr gespannt, weil ich glaube, den Asgore Run muss ich für Dark Souls 1 schon mal in NG Plus machen. Weil sonst, wenn ich den Channeler's Trident so früh habe, wird das sonst sehr unbalanciert.
Was aber halt bedeutet, dass ich auch an anderen Stellen Abstriche machen muss, weil ich glaube, ohne Schild in NG Plus mit geringem Level ist nicht so cool. Also ich habe schon ein bisschen rumprobiert. Das ist... Die Gegner sind halt alle mega die Hitpoint-Sponges. Man muss das schon ein bisschen durchoptimieren dann am Anfang. Und wenn ich das in NG, dann mit NG Plus dann in Dark Souls 2 fortsetzen möchte, dann... Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, ob einen richtigen Pyromancy-Build oder halt auch noch später dann auf einen vollen Magie, Zauber, Wunder, keine Ahnung alles Build, wo ich halt wirklich keine normale Waffe verwende und vielleicht auch mal den Sanctum Shield ausprobiere. Forlorn, da bist du. Ah, hier mit den Bogenschützen, das ist ein bisschen nervig gewesen, ich erinnere mich. Man muss sie irgendwie ewig drauf warten, dass die zu einem kommen. Ich muss ja echt sagen, dass ich die Life-Gems... Dark Souls 2 ist ein bisschen auf ausgedreht, aber es fühlt sich trotzdem an wie Cheaten, wenn man von Dark Souls 1 und 3 kommt. Ja, ich glaube, das waren die Pfeile, die... Na, super. Ich glaube, die Pfeile hatten auch sogar noch eine leichten Kurvenflug, oder? Hier ging es runter. Hier brauchte man auch wieder das Wasser, ich erinnere mich.
Hat mal jemand die Resistenzen von Schmelzerdämon zur Hand? Was ist besser gegen die Magie oder Elektroschaden? Also Blitz. War ich nicht da. Weißt du zufällig, ob Schmelzerdämon gegen was der anfälliger ist? Magie oder Blitz? Oh, das war befriedigend. Ah, fuck. Ich wusste, dass ich den verkacke. Ich habe halt die Wahl, ob ich mit meinem Drachentöter-Speer arbeite oder mit meinem normalen und den mit Magic Weapon verstärke. Aua. Grimmschild, ja gut, wie das Schild ist... Out of the question. Ich für Dark Souls 1 hatte ich die Ausnahme gemacht mit dem Grass Crest Shield, weil ich den die meiste Zeit nur auf dem Rücken getragen habe. Und weil wir da nur zwei Waffenslots hatten und ich halt irgendwas brauchte, mit dem ich halbwegs ordentlich parieren kann. Okay, tschüss Seelen. Okay, langsam muss ich das Fenster aufmachen, weil es wird warm hier drin. Okay, das hat reingehauen.
Kommt her. Worauf ist mein Charge Skill? Ich kann dir gleich die Skillung zeigen. Au. Player, nee, Player Stats, das sind ist meine Skillung im Moment. Ziemliches Wirrwarr. Ich muss Dex auf jeden Fall noch erhöhen. Also ich muss eigentlich alles erhöhen. Ja, sehr gut. Petrified Dragonbone ist sehr gut. Noch zwei, dann können wir auf den plus 4 Speer gehen. So, hier, das ist einer der Dinge, wo sich so ein Pharos-Stein lohnt. Ich wünschte, alle von den Dingern hätten so einen Effekt, dass sie halt wirklich das Level so beeinflussen. Vor allem das Wasser heilt sogar. Okay, das macht eher mal wenig Schaden. Okay, ja, Blitz ist für den Arsch. Ja, ich weiß, normalerweise bräuchte ich Faith. Ich habe aber nur das, was ich brauche, um den Speer zu nutzen. Ja. Okay, aber Magie ist, glaube ich, besser. Ich habe im Faith auf Minimum 50. Ja gut, das hier ist aber kein Faith-Build. Mein nächster Run wird vielleicht einer. Oder zumindest so ein halber, weil das wahrscheinlich dann ein Pyromancy- und Miracle-Build wird. Ah, und Imichimi habe ich nicht angezogen beim letzten Mal. Das ist das. Welche Waffe ist das? Drachentöter-Speer.
Es ist manchmal so dumm, dass Gegner auf dem Boden liegen und dann halt keinen Schaden nehmen. Ja, nur Santis Speer passt, glaube ich, nicht... Also gut, es ist ein Speer. Theoretisch passt jeder Speer zum Bild, aber... Ich wechsle halt zwischen dem hier und dem... Au. Ich wechsle halt zwischen dem Speer und dem normalen mit Magic. Ich meine, wenn es noch vielleicht einen Feuerspeer gäbe, vielleicht. Oder irgendwas mit einem anderen Effekt, den ich noch nicht abgedeckt habe. Dark, Begift, keine Ahnung. Xanthier-Speer, ja, da hat jemand Rhymefirst Video gesehen, oder? Weil der Speer ist doch irgendwie komisch. Helix-Hellwarte. Falscher Waffentyp. Kannst du bitte den Backstab ordentlich machen, bitte? Girl. Und hier fehlt wirklich eine Leiter, die man treten kann. Dass man nur einmal diesen prekären Sprung da machen muss. No Man's Wharf habe ich hinter mir, ja. Ich habe Carillion schon gefunden. Au.
Wenn das so weitergeht, haben wir die Ritter hier bald weggegrindet. Aber hier waren sie wirklich sparsam mit Abkürzungen, finde ich. Hier hilft Lucatil. Die habe ich aber vorhin nicht gesehen. Man muss halt leider die immer erstmal hier hinpullen und warten, bis die herkommen. Also ich mag das Gebiet an sich schon, aber das ist ein bisschen kacke gelöst. Ja, ich muss menschlich sein. Ich meine, ich war ja vorhin menschlich. Aber ich werde jetzt nicht bei jedem Versuch mich wieder menschlich machen. Komm her. Boah, das war knapper, als es jedes Recht hatte zu sein. Mir liegt es auf dem Hypothalamus. Okay. Das ist auch mal eine Aussage. Ja, ich rolle immer zu früh.
Macht er nicht eine Schockwelle, wenn man zu nah kommt, wenn er beim Stampfer dabei ist? Na also. Das hat auch so ein Boss, wo man mit den Angriffsmustern vertraut sein muss. GG, darauf erstmal was trinken. Ich hätte mein Wasser vielleicht vorher mal in den Kühlschrank stellen sollen. Wobei es heute von der Temperatur her sogar noch geht. Das muss man fairerweise einfach mal sagen. Komm. Einmal nach Majula, einmal leveln. Einmal Life Gems holen. Ich glaube, wenn ich meine Agilität noch einmal hochlevel, kriege ich nochmal ein Iframe dazu, was ganz gut wäre. Nicht, oder? Ne, 99. Wie war es nochmal mit Agility? ...105 wäre der nächste Iframe. Ich kann viermal leveln. Attunement wäre vielleicht langsam wieder Zeit. Das ist aber auch wieder... Wie sieht es mit Dex aus? Das sieht nach so wenig aus. Lightning Death interessiert mich eigentlich auch weniger. Aber ich glaube, Dex ist am besten, weil es beide Waffen halt stärkt. Und wie wir alle wissen, ist Dex besser als Sex. Aber ich glaube, Smelter Demon wird sogar auch schwerer als Old Iron King. Weil Old Iron King ist vorhersehbar wie sonst was. Oh, hallo Pursuer. Au. Blue Smelter, den habe ich tatsächlich nie gemacht. Also die ganzen Bosse, die nicht nötig sind für 100%, also hier die beiden Tiger in der Schneeregion da und das Gang Squad und halt Blue Smelter Demon habe ich nie gemacht. Weil ich auch gar nicht wusste, dass es die gibt. Ich glaube, beim Gang Squad wusste ich, dass es die gibt. Aber bei den anderen beiden... Bei den Katzen wusste ich es definitiv nicht. Wobei bei den Katzen ist ja irgendwie der Weg 100-mal schlimmer als der eigentliche Boss.
Ja, ich glaube, für den Run möchte ich eigentlich alle Bosse zumindest versuchen. Au. Das war viel zu knapp. Ja, Pursuers Belohnungen skalieren ja leider so gar nicht mit dem Punkt, an dem wir ihm begegnen. Und dabei sind die doch so, die neuen Begegnungen mit ihm doch sogar ein großes Feature von Scholar of the First Sin. Ich pariere den immer. Ich habe in Dark Souls 2 und 3 tatsächlich nie richtig gelernt zu parieren. In Dark Souls 1 kriege ich es hin, aber in Dark Souls 2 und 3 kannst du es komplett vergessen. Ich will doch eigentlich nur wissen, was da unten ist. Warum müssen die immer 10 von den Rittern sein? Und vor allem einen Backstep versuchen kannst du auch vergessen. Weil der geht die Hälfte der Zeit auch ins Leere. Vor allem, ich glaube, in Dark Souls 1 war es ja so, dass du auch mit der bloßen Hand parieren kannst. Beziehungsweise eigentlich mit allem parieren kannst. Und dann später brauchst du halt wirklich einen Schild, glaube ich, oder halt Dolch oder irgendwas in der Richtung. Das fand ich auch ehrlich gesagt nie wirklich gut. Ich fand das immer sehr befriedigend, dann einfach mit der bloßen Hand so ein Bitch-Slap und dieser Knall, der dann kommt. Vor allem gerade schwarze und silberne Ritter sind ja deine Bitch, wenn du parieren kannst. Warte, hier folgt ihr mir nicht hin. Das ist so nervig, dieser Sprung.
Dein Ernstspiel? Okay, also an die Kiste kommt man nur mit absurder Feuerresistenz. Würde ich mal behaupten. Oh boy. Nee, die Seelen kriege ich nicht wieder. Wir machen uns die mal hier durch. So, Belfry Soul war ja ziemlich für den Arsch. Ja, wir gehen den Weg über Smelter Demon. Ich bin jetzt eigentlich nur den hier gegangen, weil wir sowieso schon da waren. Ah, okay. Verstehe. Also im Prinzip, wenn du zulässt, dass er das Ding zerstört, hat man schon verkackt, wenn man da drüben nicht gegen ihn kämpfen kann. Und wenn man hier rollen muss, hat man auch schon verkackt, weil man dann in die Lava springt. Aha. So, euch lassen wir einmal in die Lava.
Au. Wo kommen die Pfeile her? Von da. Okay. Lasst mich, Arzt, ich bin durch. Komm her. Oder auch nicht. Hallo. Kommst du bitte? Ich brauche echt wieder einen Fernkampfangriff, wenn die weiter so bescheuert sind. Wetten, der kommt uns jetzt hinterher? Oder er springt in den Abgrund. Das ist... Soll mir recht sein? Oh, zum Glück ist es nach hinten gegangen und nicht nach links. So, ich brauche das Lagerfeuer, das Geheime.
So, lass mal kurz gucken. Ich will mal kurz wissen, welche Waffe am meisten Damage macht. Weil gerade wenn wir auch direkt auf NG Plus machen wollen, sollten wir das vielleicht wissen. Resistenzen. Die Resistenzen stehen nicht. Schwäche ist Blitz, okay. Das genügt mir. Na komm her. Wow. Aber es fühlt sich nicht an, als wäre er schwach gegen Blitz. Danke, Dark Souls! Der Boss ist so easy, aber die Arena ist ein Krampf. Da kannst du echt Platzangst kriegen. Man sollte vielleicht nicht direkt rein dodgen.
hier hinten die Hand ist die Hand verletzbar. Diese Ecke hier ist einfach so OP. Kannst du bitte deinen Handlaser machen? Okay, das war nice. Hallo Baum. True monarch can use such a choice.
So. Ich aktiviere aber schon mal das Lagerfeuer im Broom Tower. Wie einfach die ganzen DLCs mit mega der Aussicht anfangen. So, Brightbox. 36.000. Au. Ja, natürlich. Wieso funktioniert das eigentlich mit den Angriffen aus dem Sturz nie? Der Typ hier ist fast schon ein schlimmerer Boss als Old Iron King.
Alter. Phantome können so nervig sein. Und tschüss. Au! Noch nicht schon wieder.
ist jetzt mal gut langsam mit dem Feueratem. Ich sag ja, das Angriffsmuster ist nicht schwer. Die Arena ist das, was schwierig ist. Wenn man halt einen beschissenen Kamerawinkel hat. So, bei der Gelegenheit noch was getrunken. Ich hoffe auch, ihr trinkt genug, denn es ist heiß. So. Dann... Den holen wir uns noch. So, was ich jetzt mal gerade wissen will. Petrified Dragon Bone. Wenn wir noch zwei von denen bekämen, könnten wir unseren Speer upgraden. Es gibt zwei beim Smelter Demon, aber ich habe nur eins, glaube ich, gefunden. Weil, wenn ich mal gucke... Ah, sogar, wir brauchen sogar nur einen noch. After turning off the fire in the room near the smelter demon. On a corpse hanging from the broken staircase opposite the smelter demon boss room. Oder habe ich beide schon gefunden? Life Ring, Twinkling Titanite. Ach, hier ging's ja auch runter.
Aber die Seelen sind eigentlich nicht das, was ich suche. Jo, der eine Ritter ist mal voll in den Abgrund gesprungen. Hier. Ist es das hier? Ja! Nice. Das Salz plus 4 Speer. Das heißt 21 Schaden und nochmal 9. So, Shaded Woods. Ich glaube, hier, das war der Weg zum Shrine of Winter. Dann können wir auch schon mal direkt das, wobei, nee, warte, können wir nicht, weil wir haben gar nicht das, den Schlüssel für das, Winter-DLC. Für das Ivory King-DLC. Ja, daran erinnere ich mich. Mehr Seelen. Ach, okay, das ist wieder dieser Tunnel hier. Irgendwann hatte ich im Kopf, dass hier im Tunnel was war.
So, hier ist mein Speer jetzt besonders effektiv, weil der Regen Blitzschaden erhöht. Beziehungsweise die Resistenz gegen Blitzschaden senkt. This castle is isolated, but nonetheless you must forge on to bring an end to your journey and mine. So, und tschüss. Komm her. Komm schon, Tür, geh schneller auf. Who are you? And by whose permission do you stand before me? This castle is the domain of King Vendrick. Is your trespass intentional? His Highness. Unfortunately, my lord, the king, and the queen has taken him. My lord made magnificent findings on souls. He vanquished four great ones and built this kingdom upon their souls. Our king has watched over this King Vendrick. The king had a dear queen, a woman of unparalleled beauty. Yeah, ich weiß. Long ago, the queen came to us alone. From a faraway land, she warned our lord of the looming threat across the seas, of the giants. The king crossed the ocean and defeated the giants. The king commandeered their power and created the golems. With the golems, the king created this castle to celebrate victory and to show his love and his gratitude to his queen. The queen brought peace to this land and to her king. So deep, it was like the dark. Is this? Where am I? Who are you? By whose good? Welcome, our guest. Tell me. So, er hat ein paar Sachen für uns, aber nicht wirklich etwas. Reparaturpulver ist halt interessant für uns. Aber wir haben ja den Zauber jetzt. Safe on your travels.
So, ich möchte gerne das Lagerfeuer möglichst schnell haben. Ist doch irgendwo... Ja, genau. Hier ist das erste Lagerfeuer. Okay, war nicht ein Pursuer? War auf NG Plus kommen ja zwei von denen. Ach, kommt in normalem Spiel nicht schon einer? Anscheinend nicht. Strange. So, was ist hier drin? So, hier in der Burg. Oh, Sublime Bounders. Das können wir. Calcium können wir direkt mal verbrennen. So, was ich sagen wollte, wir müssen hier in der Ecke langsam mal aufpassen mit den Kisten, dass das keine Mimics sind, weil die tun weh. Hör auf, wegzulaufen.
So, ich glaube, die Tür war's. Sei bitte nicht die Tür, wo der Ruin Sentinel drin ist, weil... Ich glaube, es war eine auf der rechten Seite. Okay, nope, 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 nope. Tausend Seelen, das ist ja auch ein Witz. Und das ist mit dem Ring, der das erhöht, also. Noch so einer? Oder kann es sein, dass ich die richtige Tür schon geöffnet habe, dass hinten das doch weitergeht? Kann das sein? Nee, hier ist nur eine Kiste. Und tschüss. Weißt du, wenn die Wächter hier wenigstens nicht respawnen würden, wäre ich ja echt happy. Hier ist einfach nichts drin.
Okay, da geht's weiter. Erste Tür rechts. Aber wenn ich schon hier bin, möchte ich auch alle Türen aufkriegen. So, alle Türen offen. Nee, ist keine Leiter. Ich dachte schon, hier wäre eine Leiter drin. Harrow's Lockstone. Okay, ist nice to have, würde ich mal sagen. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Und hier waren zwei Kisten. Okay, du bist kein Mimik. Irgendwo hier ist, ich glaube, da liegt der DLC-Schlüssel. Ja. Das heißt, das können wir auch bei Gelegenheit aktivieren. Das Geräusch hat leider schon verraten, dass einer von denen jetzt lebt. Oder war der über uns? Ah, okay, es ist er. Kann man es bei denen hier sehen? Okay, das ist eine normale Kiste, also da wird man nichts sehen.
Okay, ich glaube, auf ihn hat das keine Wirkung, weil es seine Ausrüstung nicht kaputt machen kann. Petrified Dragonbone, da sage ich nicht nein zu. Noch 4. Wow. Okay, das Gemälde ist verflucht. Da ist ein geheimes Lagerfeuer. So, mit ihr haben wir später noch ein Hühnchen zu rupfen. So, hier die Leiter, die man ganz schnell übersehen hat. Sagen wir mal eins, ja. Sorry, ich sehe es jetzt erst. Ja, ich hätte gerne schon ein bisschen mehr Leben. Ich hätte das schon gerne auf 30, wenn es geht. You have fought admirably on your journey, cursed undead. I am Nashandra, Queen of Dranglake. A true monarch carries the weight of their souls. The last king of this land, King Vendrick, as he was called. He found the strength to rule his people, and when the undead were born, cursed. He found more strength to face them. But in the end, he never took the true throne. Visit Vendrick. We have no need for two rulers. Überhaupt nicht ominös.
So, jetzt sind es zwei von ihnen. GG, easy. Uzuhika Uzuchi, was wolltest du denn wissen, falls du noch da bist? Ah, sobald er mit Nashandra gesprochen hat, sieht man ja auch alle Lagerfeuer in einem Gebiet. Und ob man sie schon freigeschaltet hat. Ja, stimmt, hier gibt's das bei der einen Erinnerung. Wobei, warte, komm, wir schalten mal kurz hier Ilium Lois frei. Ich will da noch nicht hin, weil das schon ziemlich late game ist, aber ich will es zumindest schon mal freigeschaltet haben. So, und dann hier weiter. Okay, Bernhard ist nicht hier aus irgendeinem Grund. So, das ist der Raum hier.
Nighthammer. Und was ist das? Soul Greatsword. Ja, das ist eigentlich nicht das, was ich haben will. Oh, hier ist, glaube ich, der erste Mimic. So, sein größter Feind sind Säulen. So, Gawa's Ring of Protection. Oh, okay, du bist... Das ist so ein Dude. Okay, du bist kein Mimic. Ein Zauber, der uns nichts bringt. So, aber ich glaube, der da oben ist ein Mimic. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, was die unterscheidet. Okay, das ist aber eine normale Kiste. Ja, und man konnte schon die Zähne sehen. Hier. Bitte? 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 Nanny the fuck? Ich stand hinter ihm. Dann gehen wir halt hier lang. Ich glaube, der Mimik hat eh nichts, was wir haben wollen. Ja, komm, wir holen es noch schnell. Weil dann ist der Pfad vorbei, dann können wir hier lang gehen.
So, bitte sag mir das. Okay, wir machen das mal gerade wieder aktiv. Oder auch nicht, weil es nichts bringt. Aber ich glaube, die Tür ging es ja auch noch raus. Wo kam jetzt der zweite her? Den habe ich doch gar nicht geaggrot. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wo uns das hinführt. Ja, hier ist der Bondage-Keller. Strong Magic Shield. Key to King's Passage, das ist schon mal gut. Gute Nacht, die Austria. Danke fürs dabei sein.
Das ist auch so ein Ding, was nach geheimer Wand schreit. So, was hattest du? Drachenknochen, das ist schon mal gut. Hallo Gargoyle. Kannst du bitte mal Lock-on machen? Okay. Aber wenn ich die eine Tür aufmache? Weil irgendwo hier gab es, meine ich, noch einen Estus-Splitter. Hier.
Boah, das war viel knapper, als es jedes Recht hatte zu sein. Yo, Estus-Splitter. Dann fehlt nur noch einer. Moment, nein, ich möchte auch Life Gems kaufen. Der Looking Glass Knight kann ja, so viel ich weiß, auch Spieler beschwören, aber ich frage mich echt, wie hobbylos man sein muss, um im bei anderen Leuten dem Boss helfen zu wollen. Hi Darky, willkommen zum Stream. Ich glaube, du wirst uns hier leider gerade zum Ende. Weil nach Looking Glass Knight kommt Shrine of Amana und darauf habe ich gerade heute wirklich nicht mehr die Energie. Weil fuck Shrine of Amana. Au.
Wow. Au. Man sollte nicht an irgendwelchen random Säulen hängen bleiben. Hör doch mal auf, hängen zu bleiben, Mann. Oh, echt jetzt? Das ist nicht dein Scheiß-Ernst-Spiel. Ey, ich hätte noch einen Treffer landen müssen. Der streamt doch ein bisschen länger. Ja, 5 bis 10 Minuten, je nachdem, wie lange das jetzt zieht. Aber ich habe so ein Angriffsmuster langsam drin. Und die Phantome, wenn es keine Spieler sind, sind halt auch für den Arsch. Ich fand es halt nur nervig, dass ich halt am Ende ständig an den Resten von diesen Säulen hängen blieb. Weißt du, wenn man ihn wenigstens unterbrechen könnte, während er beschwört?
Kann man die Störung nicht damagen während... Ich glaube, du kannst versuchen, den Schild anzugreifen, aber ich weiß nicht, wie viel das bringt. Vor allem, er kriegt auch noch einen Verteidigungsbonus, während er beschwört. Boom. Vierzigtausend Seelen, was für ein Witz. Obo. Jetzt kommen die natürlich auch hinterher. So, hier sind, glaube ich, noch ein paar Lagerfeuerkürbisse. Jo. Okay, und da war keine Kiste. Willkommen im nervigsten Areal des Spiels. Aber das mache ich nicht mehr heute. Ich danke fürs dabei sein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt Undertale, beziehungsweise Dark Souls mit Undyne aus Undertale, wird wahrscheinlich wieder nächsten Donnerstag soweit sein. Bis dahin.